So, Leute, ihr seht schon, wir gehen zurück nach Ikoria, Reich der Behemoths. Behemote, irgendwie ist das irgendwie off-center. Ich weiß nicht, das sieht so off-center aus, müsste eigentlich... Egal. Ja, Ikoria ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Und dementsprechend dachte ich mir, gehen wir in die weirde Zeit von Ikoria zurück und gucken uns die Brüste mal an. Wir haben demütiger Naturkundler, 2×1,3, man kann die tappen, um mal eine beliebige Farbe zu bekommen. Aber man kann dieses Mana nur für Kreaturenzauber benutzen. Verblüffende Verwandlung, du bist hübsch. Das ist echt cool. 2×1 Spontanzauber, bis zum Ende des Zuges wird eine Kreatur zu einer blauen Schlange mit 4-4 Basiswerten. Aber sie behält die Effekte. Mit Umwandlung, das ist nicht schlecht. Alter, was ist denn mit meinem Handy los? Nerv mich doch nicht. Todsüchtiger Raptor, 3×4,2. Ohne Effekt. Okay. Fester Stand, 1 Mana aufblitzen. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1. Und die verzauberte Kreatur hat Wachsamkeit und weist Chancepunkte in Höhe ihrer Stärke, in ihrer Verteidigung statt der Stärke auf. Das ist stark. Zackenskorpion, 1×1,2. Immer wenn er stirbt, fügt er mir noch 2 Schaden zu und ihr kriegt 2 Leben. Für 1×1,2 und dieser Effekt. Das ist gut. Plötzliche Spinnendrüsen. 1 Mana, eine Kreatur kriegt +1/+3 bis zum Ende des Zuges und Reichwaken, Marken. Stimmt, Reichmarken, Marken. Ich finde das ja schon mal scheiße an. Enttappe sie. Drong. Mysterious Egg, 1×0,2. Immer wenn es mutiert, kriegt sie eine +1/+1 Marke. Das ist strong. Das ist richtig gut. Mutieren war auch richtig, richtig strong in dem Set. Marschall der Tagwache. 4×3,3. Immer wenn er ins Spiel kommt, erzeugt er einen weißen 1/1 Soldaten. Also 4×4,4, das ist nicht schlecht. Glühender Pfeilhagel. Cool. 1 Mana Hexerei. Ihr fügt die allen Kreaturen, die einen Gegner eurer Wahl kontrolliert, die deine Gegner generell kontrollieren, einen Schaden zu. Das ist strong. Ja! Ich erinnere mich, Höhlenflüsterer, 5×4,4 mit Mutation und Bedrohlichkeit. Und wenn er mutiert, wirft jeder eine Karte ab. Ich habe wieder vergessen, dass das hier auch schon drin war. Mit diesem coolen Artwork. Dann haben wir urzeitliche Empathie, 3 Mana Verzauberung. Zu Beginn des Versorgungssegments, falls ihr eine Kreatur mit der höchsten Stärke kontrolliert, im Spiel zieht ihr eine Karte. Legt sonst eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, damit die wächst, damit die auch stärker wird. Migrationspfad. 4 Mana Hexerei, durchsucht eure Bibliothek nach 2 Standardländern, bringt sie getappt ins Spiel und mischt dann eure Bibliothek mit Umwandlung. Stimmt, ein gutes Commander-Ding. Ruf des Todesbrüters. Okay, 3 Mana Hexerei, ihr bringt 2 Kreaturen aus eurem Friedhof wieder ins Spiel, die zusammen Mana-Kosten von 3 haben. Bis zu 2 Kreaturen. Und dann legt ihr eine Todesberührung auf eine davon und eine Bedrohlichkeitsmarke auf eine davon. Also könnt ihr aufteilen oder auf dieselbe legen. Und unser Rest. Rache des Sprösslings. Wow, das Artwork. Uff. Alles, was sie im Lager des Jäger fanden, waren kleine Pfotenabdrücke und viel Blut. Wow. Das ist Story. Schwarz, weiß, rot und 2 farblose Verzauberungen. Zu Beginn des Kampfes schickt dir eine schwarze, rote oder weiße Kreaturenkarte aus einem Friedhof im Exil und erzeugt einen Spielstein jener Karte, nur dass er 1/1 ist. Sie hält Eile. Geil. Das ist eine coole Karte, auch vom Flavor her. Ja, dann Insel und Katze mit Lifelink. Ja, soviel dazu. Das war das Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Abraxel. Ciao, ciao.